So, für heute die zweite Runde. Ich hoffe, mein Handy macht mit. Hier, wieder Regen. Oh. Mein Handy. So. Wir haben hier schönes Gewitter. Schauen wir doch mal, ob hier schon was überläuft. Da läuft nichts über. Oh, was? Wie man sieht, die Platte ist sauber. Es läuft nichts über. Was vom Misthaufen kommt, bleibt beim Misthaufen. Und da kann sich das Veterinäramt bzw. das Landratsamt auf die Hinterbeine stellen. Das springt nicht rüber über die Kante. Das andere kommt hier, die Regenrinne runter. Das ist Regenwasser. Das ist Regenwasser, was hier runterkommt. Da kommt es raus. Das ist Regenwasser. Gucken wir mal, was draußen los ist. So. Wie gesagt, hier geht Regenwasser runter. Und von hier sieht man auch schon den ersten Rinnsal, der vom Berg kommt. Von da kommt nämlich auch Regenwasser runter. Das läuft denn hier runter. So. Mal gucken, weil jetzt ein bisschen. So, da, Regenwasser. Nichts anderes. So, wie gesagt. Das ist reines Regenwasser, was da runterkommt. Da, das ist Regenwasser. Also, dass die Amtstierärztin keine Ahnung von Pferde hat. Das wissen wir ja nur in der Zwischenzeit. Aber dass man hier von Physik, von schiefer Ebene und Erderziehung keine Ahnung hat, ist eine neue Hausnummer. So. Also, was will man? Hier kommt kein Tropfen Jauche runter. Bleibt alles hier, wo es hingehört. So. Wie gesagt, was hier runterläuft, ist reinweg der Regen, der sich vom Hof sammelt, der sich auf dem Berg sammelt.
Also, was will man von mir? Das ist der reine, blanke Regen, der hier runterkommt. Und dann kann sich das Amt nicht hinstellen und sagen, das ist Jauche, die runterkommt. Nein, es ist Regen. Dieser Regen, der vom Dach kommt. Und meine Pferde haben garantiert nicht aufs Dach gepisst. Himmel her jetzt nochmal. Das Regenwasser kommt gar nicht mit der Jauche zusammen oder andersrum. So. Und ich gehe rein, mein Handy weicht auf.